Geschenke im Kala 51 sind verteilt. Wir sitzen schon wieder in unserem Bus und fahren in die Bayern-Kaserne. Das ist eine große Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, eine der größten in Deutschland. Wir sind jetzt angekommen in der Bayern-Kaserne in München und wir hören ganz viele Kindergeräusche schon. Sie sind da drin und warten auf ihre Geschenke. Ich verteile sie heute wieder einmal nicht alleine, sondern habe zwei wunderbare Damen, die mich unterstützen. Zwei Blondinen, genau. Braun, blond. Schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt heute. Wie geht's euch denn? Gut, wir freuen uns jetzt. Und wenn wir jetzt, glaube ich, die Kinder drin hören, egal wo ein Kind herkommt, alle freuen sich immer auf Geschenke. Und das ist das Schöne. Jedes Kind, das jetzt gerade hier ist, hat ein Geschenk. Wir würden den Rest jetzt einfach wegbringen und dafür sorgen, das überlasse ich dann Ihnen, dass der Rest der Kinder draußen ist ja noch genug, dann auch ein Geschenk bekommen. Natürlich. Wir haben so viele Kinder, dass jetzt die nicht da sind momentan. Ja. Die werden nach und nach werden wir die Kinder weitergeben. Super. Dankeschön. Ich würde sagen, Mission accomplished, oder? Unglaublich. Ich habe gerade nochmal selber, musste ein Foto geguckt, was ich selber gemacht habe, weil es so überwältigend ist, weil es so schön ist. Ich meine, man sagt ja immer, ne, geben ist seliger als nehmen. Ich glaube, es löst sich langsam auf. Jedes Kind hat mindestens ein Geschenk, ein paar mehr. Wir haben eben ein bis zwei, hat nicht so ganz. Aber nicht ganz. Es haben ja auch viele gesagt, sie nehmen was für ihre Geschwister mit, was ich ganz toll finde. Ich glaube, wir haben die Kinder ja wirklich, wirklich sehr glücklich gemacht.